Recht herzlich willkommen zur 143. Folge von City Skylines. Ja, wir müssen gucken, dass wir irgendwie wieder was in die Wege geleitet kriegen hiermit. Und ja, es gestaltet sich gerade schwierig, weil ja 159.000 oder 157 in diesem Moment miese, ne? So, wir müssen gucken, was wir abschalten können. Müssen auch Einsparungen machen. Was ist das für Gebäude? Das ist ein Bürgergebäude. Okay, das lassen wir vielleicht noch gerade. Was ist das? Wissenschaftszentrum. Ich glaube, das sind so Sachen. 160 Euro kann man da sparen. Sollten wir vielleicht mal tun. Mülldeponie. 27% voll. Friedhof lassen wir erst noch. Was ist das? Auch noch ein Friedhof, der gerade entleert wird. Das ist ein normales Gebäude. Was ist das? Das ist ein Krankenhaus. Jetzt müsste man wissen, wer da hingeht oder nicht, ne? Warte mal, da rechts ist noch ein viel schickeres Gebäude. Expo Center. 800 Euro gespart, ne? Ja, wissen wir, dass ihr das alle nicht toll findet. Aber wir müssen Geld sparen. Das hier. Wie sieht's denn überhaupt mit Strom aus? Strom ist das. Okay. Was kostet das? Tausender. Wenn ich das abstelle. Wie weit fällt das runter? Wir haben ja noch so eins, meine ich. Wir haben zwei davon gebaut. Ich weiß noch nicht, wo es war. Was ist das für ein Gebäude? Transportturm. 480 weg. Strom wird jetzt nicht weniger. Warte, wir haben irgendwo so ein dickes, fettes Kraftwerk hier rechts gebaut, oder? Was ist mit dem, wenn wir das ausschalten? Puh, das gibt ja Geld. Machen wir mal aus, oder? Okay, dann sind wir noch am Limit. Dann lassen wir das so. Das ist aber richtig Geld jetzt gewesen, oder? Ich weiß nur nicht, wie sich das hier niederschlägt. Eigentlich müsste das jetzt hier 30.000 werden dann, oder? Gut. Budgetfenster nochmal bitte anmachen. Und ja, das lassen wir so. Wasser ist okay. Abwasser wäre eine Anlage zu viel vielleicht. Wo ist denn das Abwasser? Das war dieses... Ne, das sind Abwasseraufbereitungsanlagen alles. Ich glaube, wenn wir die ausmachen, das ist... Geht das oder geht das nicht? Das ist die Frage, ne? Oh, hier rote Zahlen, das ist nicht gut. Ich glaube, das geht, ne? Ja, dieser Bodenrichtwert, der macht mir auch noch Sorgen. Wo das schon schlecht ist, da kannst du schon von ausgehen, warum ist das jetzt so... Achso, das sind diese Werte jetzt hier. Bodenrichtwerte... da, ne? Wie kann ich den steigern? Das ist die Frage. Weil diese, die werden alle geringer Bodenrichtwert, die gehen alle irgendwann weg, ne? Da wohnt auch gar keiner, oder? Alles leere Häuser. Können wir das nur steuern, indem wir jetzt hier in dieses gehen und hier sagen, komm, wir machen das mal auf 5% und gucken, wie viele Leute kommen. Ja, der ist gerade auch noch ausgezogen, wo ich ihn angeklickt habe. Was passiert, wenn ich jetzt die Steuern dafür runtersetze? Oh, 5%. Sehen wir schon, was da unten passiert. Ne? Wir haben gar nichts mehr. Und es kommen auch keine dadurch. Tja, das
Können wir hier noch runterschrauben? Da auch. Haben wir überhaupt einen Flughafen? Ja, können wir auch gleich stehen lassen können, egal. Taxis weniger machen. Lohnt ja nicht, ne? Aber pff, das geht hier gerade ins Unermessliche. Bodenrichtwert. Ein Haus. Halt. Wohnt da. Könnte da wohnen. Wohnt aber nicht. Ziehen ja gerade alle weg. Wie kriege ich es hin, dass ich das halte? Die werden alle ausziehen. Hier ist es am schlimmsten in dem Sinne, oder? Weil es ist nur schlimm, weil ich da oben war. Hier ist es auch überall so. Die werden alle wegziehen oder sind schon weggezogen. Kannst du nur runtersetzen und warten, dass sie kommen und dann langsam wieder annehmen. Hoffen, dass Leute kommen. 744. Die siehst du, sind schon zu lange brach. Dann ziehen sie aus. Und das wird sich hier nicht ändern. Wird sich hier genauso ergeben. Oh Mann. Da wohnen noch welche, aber die sind auch schon auf dem Weg. Das muss wieder besser werden. Gerade wieder runtergesprungen. Was sind mit so Leuten, die hier sind? Gibt es hier irgendwo Leute, die ich gerade anklicken kann? Und der läuft auch noch ins Haus, den ich gerade erwischen wollte. Der ist auch noch zufrieden, ne? Ist ein Jugendlicher. Straßenbahn, alles da. Was ist das für ein Gebäude? Straßenbahndepot, okay. Das musst du anlassen, ne? Ja, Strom brauchen wir nun mal. Wie können wir das ändern? Was ist das für ein Gebäude hier? Das kann aus. Ist hier noch sowas? Das ist ein Bahnhof, ne? Hier haben wir schon keinen Strom, ne? Da können wir eigentlich alles brachlegen, was da ist. Können ja nichts kaufen. Mehrere Probleme, ja. Was ist das für ein Gebäude? Aquarium. Aus. Kostet nur Geld. Das ist schon eine Überlegung, ne? Aber da kommen immer welche. Die bringen auch noch ein bisschen was. Das können auch noch finanzielle Mittel sein, die wir brauchen. Wir sind jetzt hier gleich im grünen Bereich hoffentlich wieder. 74. Können wir hier irgendwo noch was ausmachen? Warte, hier ist noch sowas. Opernhaus. Es gehen kaum Leute rein, ne? Kostet uns 800. Ja, die sind alle nicht amused. Auch im Park. Und das? Ein Stadion. 2000 aus. So, jetzt hatten wir gerade eine grüne. Jetzt haben wir ein Stadion ausgemacht. Da war es weg, ne? Das war 2000, glaube ich, ne? Den Park wieder anmachen. Der kostet 200. Jetzt besser? Nicht wirklich. 64.000 miese.
Regelmäßig. Was können wir sonst noch machen? Hier hat man noch das große Fußballstadion. Das kostet 4.000. Macht das Plus für uns oder was? Ausgaben haben wir nicht. Einnahmen. Ach Gott, da kann man das hier auch noch managen, den Fußballverein, der da drin spielt, wa? Ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Ist das bei dem anderen Stadion, was wir da hatten, auch so? Wo war das? Das war hier irgendwo. Nee. Da ist das nicht so. Sind natürlich ordentliche Besucherzahlen drin gewesen, ne? Aber unsere Zahlen steigen gerade hier unten. Lassen wir es gerade so ein bisschen laufen, ne? Das besser wird. Was ist das? Ein Park. Wie sieht es mit dem Strom aus? Das wollten wir uns auch noch angeguckt haben, ne? Haben wir noch zu viel. Und wir haben irgendwo noch so ein Solarkraftwerk. Ich glaube, das war hier oben irgendwo, ne? Da ist es. Kostet 1.000. Mach mal aus. Und dann gucken, dass das da bleibt. Ja, das ist, fällt jetzt nicht unbedingt ab, ne? Wo ist denn hier noch was? Das sind Windkrafträder. Alles Windkrafträder. Da auch. Da auch Windkrafträder. Alles gute Energien, ne? Das ist alles gut. Das ist ein Windkraftwerk. Da auch. Da ist schon ein anderes, das wir aus haben. Ich glaube, sonst haben wir keine anderen, oder? So. Es kommen noch Leute dazu. Wir sind aber noch bei 60.000 Miesen. Strom können wir immer noch abstellen. Aber Windkrafträder sind nicht immer gleichzeitig, ne? Was ist das für ein Gebäude? Das Bürgerbüro, okay. Lassen wir so. Ja, das lassen wir mal so. Was hier? Oh, das geht noch was. Da schalten wir mal eins aus. Da können wir auch noch ein zweites ausschalten. Na, man springt da rum. Beim Frischwasser können wir das ja auch machen, ne? Ist hier oben noch Frischwasser? Sind die schon aus? Nee. Warum sind die schwarz? Weil es nirgendwo angeschlossen ist, oder was? Es versorgt nur dieses Gebäude da. Dann kann das auch aus. Braucht ja keiner dann. Abwasserklärung geht jetzt gerade runter. Oh, hier ist ja ein ganz großes Problem, sehe ich gerade. Boah, da müssen wir jetzt als erstes schnell ran. Das müssen wir mal räumen hier. Da haben wir unsere Müllprobleme selbst gemacht, ne? Okay, zum Glück gehen auch ein paar wieder zu aktivieren, nicht nur zu deaktivieren. Aber die deaktivierten sind ja jetzt auch kein Problem, einfach aus dem Grunde, weil, ne? Die wurden ja sowieso schon nicht mehr beliefert. Wir haben keine roten Zahlen da unten mehr. Es ist zwar hier 40.000, aber wie ist denn mit dem Müll überhaupt? 68% Müllverbrennung ist schlecht.
braucht die ja gar nicht zumachen, ne? Geht ja auch so. So, 68% war eben. 67 wird dadurch jetzt auch nicht besser, ne? So, aktiviert habe ich welche, aber die Zahl steigt nicht. So. Da soll es einen Mod für geben, dass das automatisch gemanagt wird, ne? Ja, momentan würde ich sagen, ich hätte gerne einen Mod, aber insgesamt gesehen würde ich das selber managen. Da muss man halt aufpassen dann, ne? So. Oberhalb der großen Straße sind wir fertig. Jetzt können wir unterhalb weitermachen, ne? Alles schön machen. Es sind immer noch rote Zahlen überall da unten. Das ist dann rein theoretisch zu wenig, obwohl jetzt ist gerade hier im grünen Bereich reingegangen. Wahrscheinlich, weil unsere Einwohnerzahl am Sinken ist, ne? Ja. Was blinkt denn hier jetzt nichts mehr? Doch, Bodenrichtwerte immer noch alles hier, ne? Da können wir auch was machen. Ja, Friedhöfe, wie gesagt, pro 10.000 Einwohner sollte ein Friedhof da sein. Da müssen wir dran arbeiten dann. Aber ich glaube, das sind zurzeit nicht die Probleme unbedingt, ne? Aber damit hat es vielleicht angefangen. Ist hier noch was? Da ist noch einer, den wir öffnen können. Das ist schon mal gut. Da auch. Und sonst sieht es gerade mau aus. Die Zahl ist bei 0. Wäre schön, wenn sie mal grün werden würde. Da ist noch ein Friedhof. Ah, da ist noch was. Was mit der Mülldeponie? Warum leuchtet die so? Die anderen machen das doch nicht, oder? Ach, das ist gar kein Friedhof. Mach die mal leer, die müssen wir noch verschieben. So sieht's aus. Was war das denn hier? Restaurant Empire. Restaurant Empire schließt heute. Aber da unten kommen 200 Leute zu. Ja, dieses Stadion, ne? Eintrittskarten. 24.05.2058. Gegen Westdale gewonnen. Da gibt es dann Prämien noch. So wie es aussieht, macht man hier Geld mit, ne? Jetzt müsste man nur wissen, wie ist die Auslastung des Stadions. Das kann man jetzt nicht sehen, oder? Kann man das Gebäude verschieben, aber ich sehe jetzt nicht eine Auslastung von den Zuschauerzahlen. Die wäre jetzt wichtig zu sagen, wir erhöhen den Preis oder nicht, ne? Was haben wir hier noch? Gefängnis. Und da? Ja, da würden wir sie dann auch alle vergrauen, wenn wir die Wohnung jetzt noch kalt machen, glaube.
Was ist denn mit dem Bodenrichtwert? Ist der jetzt hier? Na, ist immer noch, gibt immer noch Stellen, wo es blinkt, aber ich glaube, es ist insgesamt weniger geworden. Kann das sein? Ist ja auch 148 plus hier, 156, 166 sogar. Ne, 56. Wir müssen von diesen 34.000 noch runter, ne? Das gestaltet sich etwas schwierig noch. Gut. Es werden mehr, ne? Aber wann werden es wieder weniger? 205. Okay, aber ich würde mal sagen, an dieser Stelle machen wir erst eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.